sind einfach rausgekommen und haben von der ersten Minute ab an Gas gegeben. Und das war so ein bisschen das, was auch gefordert war, ne? Dass wir einfach so die destruktivere Spielweise aus der letzten Saison ein bisschen abschütteln wollten und da quasi die DNA komplett umschreiben mussten. Und da haben sie halt angefangen wie die Feuerwehr, die ersten Minuten. Und ja, das war einfach gut, weil sie dadurch halt ein frühes Tor, ein bisschen Selbstvertrauen bekommen haben. Und das gilt es jetzt so, diese eklige Spielweise gegen den Ball, die sie jetzt super umgesetzt haben, aber jetzt halt auch sich zu entwickeln und einfach auch dann diesen Switch zwischen Ball, jetzt haben wir den Ball, und dann auch ein bisschen ruhiger im Positionsspiel zu sein und sich da mutig auch was zuzutrauen und nicht Ball am Fuß und direkt wieder weg. Und das ist jetzt der nächste Entwicklungsstep, den wir jetzt gehen müssen. Und genau. Ich glaube, so die Liga ist insgesamt ein bisschen zweigeteilt. Da gibt es halt diese ganz starken Mannschaften mit Zürich, Servette, wo ich aber auch Basel zuzähle. Und deswegen war das für uns, glaube ich, echt ordentlich, dort einen Punkt mitzunehmen, auch noch auswärts. Und deswegen kann man schon sagen, ja, war ein geglückter Saisonstart.